So sieht der Einkauf bei Tuba Duman seit einem Jahr aus. Da hat die 30-Jährige mit einer Gendiät angefangen. Einfach satt essen, aber mit den richtigen Lebensmitteln. Das ist das Versprechen. Davor habe ich sehr darauf geachtet, dass ich ja nicht viele Kohlenhydrate zu mir nehme und kein Fett und ganz frisch. Und jetzt kann ich auch wirklich mal sagen, ich esse am Abend einen Joghurt mit 3,5% Fett. Der Anbieter behauptet, mit einer Speichelprobe anhand von nur 7 Genen herauszufinden, welche Lebensmittel der Körper gut und welche er schlecht verstoffwechseln kann. In Tubas Fall sei Eiweiß und Fett gut, bei Kohlenhydraten soll sie vorsichtig sein. Also seitdem ich das angefangen habe, habe ich schon 6 Kilo abgenommen. Ich kombiniere das aber natürlich auch mit Sport. Zwei bis dreimal die Woche. Der Test sagt einem auch, welcher Sporttyp man ist. Typ Ausdauertraining oder Typ Krafttraining. Auch das sollen unsere Gene verraten. Und das, obwohl der Zusammenhang zwischen genetischer Veranlagung und Gewichtsveränderung bisher wissenschaftlich nicht bewiesen ist. Darauf weist sogar der Anbieter auf der eigenen Homepage hin. Trotzdem bieten immer mehr Berater die Diät an. Auch Ernährungsexpertin Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale prüft solche sogenannten Stoffwechseldiäten immer wieder. Diese sogenannte Genotypendiät muss man schon anzweifeln nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft. Es ist einfach noch zu wenig erforscht. Also diese Diäten, diese sogenannten Stoffwechseldiäten funktionieren natürlich dann, wenn der Mensch die Kalorien reduziert. Das wird immer der Fall sein. Und wenn er sich zusätzlich bewegt. Und bei solchen Programmen, wo er noch persönlich betreut wird, hat es halt auch nochmal eine ganz andere Gewichtung. Auch Tuba Duman hat die Diät bei einer Ernährungsberaterin gemacht. Ihr gibt der genaue Plan Sicherheit. Je nach Anbieter kostet der Test zwischen 200 und 300 Euro. Natürlich ist das eine Menge Geld, die ich mir auch nicht einfach so aus dem Arm geschüttelt habe. Also ich habe dahin gespart. Aber es ist okay. Trotzdem, wer überlegt, eine solche Diät zu machen, sollte sie immer hinterfragen. Denn sind zu viele Lebensmittel verboten, kann man seinem Körper im schlimmsten Fall sogar schaden. Und genau das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir haben deswegen einen Sport- und Ernährungsmediziner eingeladen, Dr. Lutz Lührs, Internist und Hausarzt aus Wiesbaden. Hallo, Herr Lührs. Guten Abend. Ja, was sind denn so die typischen Fehler, die Menschen machen, die zum Beispiel bei Ihnen dann am Ende in der Praxis landen, wenn sie ihre Ernährung umstellen oder eine Diät machen wollen? Also worum es hier geht, ist ja eine Lebensstiländerung, die auf eine Gewichtsreduktion abzielt. Und da ist entscheidend, dass ich alle wichtigen Nährstoffe, also Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett mal in den notwendigen Mengen auf jeden Fall sicherstelle, dass ich diese zuführe, damit es nicht zu Mangelzuständen kommt. Also nicht eins davon komplett weglassen? Nein, man sollte nicht eins davon komplett weglassen. Das machen aber offenbar ja manche. Und andere machen wiederum diese Gendiät, die wir gerade gehört haben. Was halten Sie davon als Arzt? Es klingt ja erstmal gut, es ist so irgendwie auf mich zugeschnitten. Also ich möchte vielleicht eine Begrifflichkeit erklären. Diät ist jetzt per se erstmal etwas, was zur Behandlung einer Krankheit geeignet ist, also zum Beispiel Stoffwechselstörung oder Diabetes. Und worauf es hier abzielt, ist eine Lebensstiländerung, Lebensstilintervention, wie wir sagen, mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion. Im Beitrag war es zu hören, die Gendiät, ich nenne es jetzt dann trotzdem so, schuldet noch den Nachweis, dass sie funktioniert. Auch hier werden am Ende gesunde, ausgewogene Lebensmittel, Nährstoffzufuhr empfohlen und eine Steigerung der Bewegung. Insofern eine Empfehlung, die wir vielleicht auch so treffen können. Und nach meiner Kenntnis werden nur wenige Gene analysiert und die Genetik des Menschen ist doch sehr komplex. Ich weiß nicht, ob das dann schon ausreichend ist. Aber Sie haben es ja gerade angedeutet, dieses Individuelle ist ja auch der Clou bei einer Ernährungsumstellung, dass ich auf mich zugeschnittene Tipps bekomme. Worauf achten Sie da als Arzt, der auch Ernährungsempfehlungen gibt?
Na, ich muss erstmal alle Begleitumstände auch berücksichtigen. Also lebt jemand alleine, ist an der Familie mit dran, kann jemand überhaupt kochen, kennt sich jemand mit Lebensmitteln überhaupt aus, ist irgendeine Grunderkrankung vorhanden, hat eine sitzende Tätigkeit, ist er körperlich aktiv auf der Arbeit, kann der Sport machen, vielleicht wegen einer Arthrose ist eine Bewegung gar nicht möglich, die ich empfehle. All das muss ich berücksichtigen, wenn ich jemandem eine Empfehlung gebe, seine Ernährung umzustellen und mit dem Ziel einer Gewichtsreduktion. Und es gibt, glaube ich, auch verschiedene Adipositas-Typen, oder? Na, wir versuchen rauszukriegen, warum ist denn jemand übergewichtig? Und da kristallisiert sich raus, dass es Menschen gibt, die einfach keine Sättigung verspüren. Das heißt, die können Unmengen essen und haben einfach das Gefühl der natürlichen Sättigung nicht. Andere sind, nachdem sie satt sind, relativ schnell wieder hungrig. Wieder andere, wir nennen das emotionale Esser, sind Menschen, die einfach auf emotionalen Stress, Wut, Frust, Freude eben mit Essen reagieren. Und dann gibt es noch die mit einem erniedrigten Grundumsatz. Also Menschen, die aus welchen Gründen auch immer wenig Muskulatur, wenig Grundumsatz, wenig Energieverbrauch per se haben. Und für all diese unterschiedlichen Typen muss ich natürlich auch unterschiedliche Empfehlungen entwickeln, damit die in den Alltag passen und zum Erfolg führen. Also Individualität ist der Clou bei Ernährungsumstellungen. Man braucht quasi, wenn man es richtig professionell angehen will, eine Beratung. Aber zahlt die mir irgendwer? Also kann ich zu meiner Kasse gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal eine Ernährungsberaterin? Also die Kassen, also grundsätzlich ist die Ernährungsberatung bis heute noch nicht standardmäßig im Umfang der gesetzlichen Kasse abgedeckt. Den Krankenkassen ist aber das Problem Gewicht, Gesundheit, Ernährung durchaus bewusst. Und bei einer entsprechenden Indikationsstellung, zum Beispiel durch den Hausarzt oder entsprechenden Grunderkrankung oder auch einfach nur einem entsprechenden Gewicht, wird das von den Kassen inzwischen relativ einfach auch bezuschusst. Aber bis heute erstmal muss der Patient, der Betroffene, in Vorleistung treten und dann mit den Kassen verhandeln, was er davon wiederbekommt. Wie viel ist es meistens so? Was kriegt man da meistens so? Unterschiedlich. Die Kassen sind da flexibel. Mhm. Erfahrung in meiner Praxis, zwischen 120 und 200 Euro werden bezuschusst. Das heißt, irgendwo ein Betrag zwischen 100 und 20, 30 Euro bleiben beim Patienten übrig, je nachdem, wo der auch hingeht. Wovon man dann so ein paar Stunden Ernährungsberatung bezahlen genau. kann. Und das ist ja schon ein guter Einstieg. Viele Leute benutzen Körperfettwagen. Die gibt es zwischen 20 und 200 Euro. Bringen die was beim Abnehmen? Die Körperfettwagen messen alles, aber kein Fett. Also es ist immer ein Messverfahren, was auf einem strombasierten Messverfahren beruht. Und Fett leitet halt leider keinen Strom. Das heißt, ich habe eine relativ große Fehleranfälligkeit. Wenn ich immer im gleichen Kostüm auf der gleichen Waage stehe, also morgens im Eva- oder Adams-Kostüm auf der Waage stehe, mich messe, die gleiche Waage, die gleiche Person, die gleiche Uhrzeit, dann habe ich trotzdem vergleichbare Werte und kann meinen individuellen Erfolg doch abschätzen. Es gibt schon Wagen ab einem bestimmten Preisbudget, die mehr können. Da ist die Software aufwendiger, die Ableitung aufwendiger. Aber alles, was unter 100 Euro ist, würde ich behaupten, sind die Unterschiede nicht so groß, dass es sich da lohnt, tiefer in die Tasche zu greifen. Lieber für gesunde Lebensmittel ausgeben. Okay, und eben auf die Tendenz auf der Waage achten, auch beim Körperfett, weil das aussagekräftig ist. Vielen Dank an den Hausarzt und Ernährungsmediziner Lutz Lührs. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen auch.